Eigentlich soll ich ab sofort der mentalen Gesundheit wegen im Internet offline gehen, die öffentlich-rechtlichen Medien meiden, Zeitungen nicht mehr lesen und dafür längere Zeit zum Exorzieren ins naheliegende Kloster der Franziskaner gehen. Denn was ich ständig erfahre, ist schlichtweg nicht mehr zu verkraften. Ein rassistischer Tsunami, der alle ethischen und humanistischen Dämme abschwemmt. Eine von deutschen wie europäischen Politikern angefeuerte Blut- und Heimatideologie. Die sozialpolitische Verantwortungslosigkeit in Teilen der wirtschaftlichen und politischen Elite und die Unverfrorenheit, mit der die Bürger hinters Licht geführt werden, all das ist nur schwer zu verkraften. Eigentlich will ich deshalb der mentalen Gesundheit wegen nicht mehr mit Inhaftierten aus der JVA Stadelheim reden, die erzählen, dass Beate Tschebe, die Hauptangeklagte im Prozess vor dem OLG München gegen den rechtsterroristischen nationalsozialistischen Untergrund Sonderbevorzugung genießen würde. Sie würde monatlich finanziell und mit Kleidung von außen unterstützt, in ihrer großzügig bemessenen Freistunde Audienzen abhalten. Ich will nicht mehr danach fragen, warum am 18. Februar 2016 an einer Parlamentsdebatte in Berlin zu Maßnahmen gegen Rassismus, Gewalt und Hetze gerade einmal 9 Abgeordnete der CDU und 14 Abgeordnete der SPD im Parlament zu sehen waren. Ich will meiner mentalen Gesundheit wegen in den sozialen Medien keine der vielen Lügengeschichten mehr lesen, die von gewaltigen menschlichen Flutwellen schwadronieren, von Horden junger schwarzer Männer, die nur den Sozialstaat ausbeuten wollen, von Massenvergewaltigungen und damit den Rechtspopulisten und Rechtsradikalen noch mehr Zulauf garantieren. Ich ertrage nicht mehr die täglichen Meldungen darüber, dass schon wieder ein Flüchtlingsheim angezündet oder Immigranten angegriffen werden. Ich will nichts mehr von Sozialarbeitern hören, die mir berichten, dass in Dresdner Flüchtlingsheimen, Träger ist das Rote Kreuz, schutzsuchende minderjährige Mädchen vergewaltigt werden, die zuständige Dolmetscherin sich weigert, über die Vergewaltigungen zu sprechen und die Täter als einzige Strafe 4 Stunden lang die Unterkunft verlassen müssen. Der mentalen Gesundheit wegen frage ich nicht mehr, warum die europäischen Staaten, um Flüchtlinge abzuwehren, einen Deal mit einem größenwahnsinnigen islamisch-nationalistischen türkischen Präsidenten schließen, der Kurdendörfer bombardiert, die Justiz manipuliert und die Pressefreiheit erwürgt. Ich will nicht mehr darüber nachdenken, warum ein Millionär aus den USA, der sich auserwählt fühlt, Muslime und den Islam vom Globus zu tilgen, hier seine Hilfe anbieten kann, um die Flüchtlinge von Europa abzuwehren. Es ist jene undurchsichtige Person, die mit dem Unternehmen Blackwater und seinen Söldnern in der Vergangenheit nicht nur Milliarden Dollar verdiente, sondern im Irakkrieg für sehr viele bis heute ungesühnte Morde und Folterungen mitverantwortlich war, und zwar im Auftrag der CIA und damit des US-Präsidenten Bush. Ich will mir keine Gedanken darüber mehr machen, warum es den Vermögenden möglich ist, durch Steuerflucht dem deutschen Staat jährlich 100 Milliarden an Euro zu entziehen oder Banker betrügen. Ich will nichts mehr von den Millionen her von Armen wissen, den prekär Beschäftigten, die um ihr tägliches Überleben kämpfen, die von einer unbarmherzigen Sozialbürokratie gedemütigt werden. Doch es gelingt mir einfach nicht, diese Vorgänge auszublenden, die ja nur Bruchstücke einer gesellschaftspolitischen Realität sind, die jeden einigermaßen vernünftigen Staatsbürger in tiefe Verzweiflung stürzen können, wenn sie sich nicht dagegen wehren würden. Sie tun es glücklicherweise, um die Demokratie vor noch größerem Schaden zu bewahren. Das ist die Einleitung. Und da will ich Ihnen mal nur das bekräftigen, warum ich das eigentlich nicht mehr machen will, weil es mir ich einfach teilweise auch nicht mehr ertrage. 2 Meldungen nur von heute. Und die gehen ja weiter. Gericht genehmigt Fackelmarsch am Hitlergeburtstag durch Jena, durch Tückida. Das ist sozusagen diese Abwandlung dieser Rechtsradikale in Pegida. Tückida ist noch ein bisschen, hat noch einen draufgesetzt. Und da hat das Gericht genehmigt, dass sie an Hitlers Geburtstag ihren Fackelmarsch machen dürfen. Die 2. Meldung von heute Mittag, ich lese Ihnen nur vor. Die Terrormiliz, also es geht um den IS, habe mehrere Flüchtlingslager an der Grenze zur Türkei östlich der Grenzstadt Assas überrannt.
Drei der Camps seien nun menschenleer, berichtet Human Rights Watch. Der IS habe die Flüchtlinge in den Camps aufgefordert, in die von ihnen kontrollierten Gebiete zu ziehen. Stattdessen seien sie in Richtung türkischer Grenze geflohen. Dort hätten türkische Soldaten auf die rund 2000 Menschen geschossen. Das ist die Realität, mit der wir es heute zu tun haben, die in der Tat eigentlich nicht mehr zu ertragen ist. Also ist mein Empfinden zumindest. Nun werden Sie fragen, ja, lieber Herr Roth, was hat das eigentlich mit dem tiefen Staat zu tun? Mit dem tiefen Staat hat es erstmal im Prinzip nichts zu tun, sondern es hat etwas zu tun mit einer gesellschaftspolitischen Relevanz, mit der wir es inzwischen zu tun haben. Was ist der tiefe Staat? Also es gibt zwei Unterschiede. Es gibt sozusagen den historischen tiefen Staat, den ich mehr oder weniger versuche ausführlich zu beschreiben, weil er viel mit Deutschland auch, nicht nur, aber doch auch zu tun hat. Und es gibt den tiefen Staat in verschiedenen, oder hat es gegeben, in verschiedenen europäischen Ländern. Um was geht es dabei? Es geht um einen im Verlauf mehrerer Jahrzehnte gewachsenen konspirativen Verflechtung von Militär, Geheimdiensten, Politik, Justiz, Verwaltung und organisiertem Verbrechen zum einen. Das Wesen des tiefen Staates wird darin gesehen, dass sich im Laufe der Auseinandersetzung mit den verschiedenen als Bedrohung identifizierten Strömungen, also immer systemkritischen Strömungen, Strukturen ausbilden, die keiner demokratischen Kontrolle unterworfen waren. Gemeint ist also ein geheimes Netzwerk, eine Art Geheimorganisation, die ohne das Wissen der Parlamentarier oder der Regierungen Wurzeln schlagen konnte. Es ist gewesen, wohlweislich, eine Geheimorganisation, die mit Terroraktionen nationalkonservativen Politikern und rechtsextremen Organisationen in Verbindung gebracht wurde und sie operierte außerhalb jeglicher Legalität. Die Rechtsextremen und Rechtspopulisten hatten immer engste Verbindungen zu bestimmten Wirtschaftskanälen. Das ist das eine. Es gibt eine interessante Aussage von Professor Hajo Juncke, der bis zu seiner Emeritierung an der FU Berlin Politikwissenschaft und sicher einer der Experten für Rechtsextremismus ist, der sagt, tiefer Staat meint für Deutschland eine eigene Struktur, die nicht kontrolliert wird, die nicht rechtsstaatlich eingebunden ist, in der diese tiefe Struktur nach eigenen Opportunitätsgesichtspunkten handeln und walten kann, ohne rechtsstaatliche Einhegung und ohne Kontrolle durch die gewaltengeteilte Demokratie. Das sind natürlich Dinge, die rühren am Staatsverständnis, an unserem Staatsverständnis, weil wir uns oder ich mir eigentlich auch lange Zeit nicht vorstellen konnte, dass rechte Terroristen, sagen wir mal, staatlich entweder geduldet werden oder sogar auch staatlich unterstützt werden. Dass die NSU unterstützt worden ist vom Verfassungsschutz, auch nachdem schon die Haftbefehle ausgestellt worden sind, ist, glaube ich, inzwischen offenkundig. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, bei uns in Frankfurt ist die schöne Stadt Kronberg. Das ist ein Nobelviertel, da wohnt man gern, es ist auch einfach schön. Da gibt es auch den Kronberger Kreis. Bei dem Kronberger Kreis handelt es sich um einen Zusammenschluss neoliberaler Wirtschaftsprofessoren und deren Finanziers. Also klar, es ist eine tolle Atmosphäre. Eigentlich etwas vollkommen Normales, würden Sie nicht, und da ist jetzt die andere Dimension dessen, was man als Staat im Staat vielleicht viel eher in das Visier nehmen müsste, massiven Einfluss auf die Gesetzgebung und damit auf die wirtschaftliche und politische Situation in Deutschland. Stolz beschreibt der Kronberger Kreis seine Erfolge, und ich zitiere jetzt, seine Vorschläge zur Unternehmensbesteuerung, sozialen Sicherung, Arbeitsmarkt oder öffentlichen Verwaltung haben die wirtschaftspolitische Diskussion in Deutschland maßgeblich geprägt. Zahlreiche Elemente unserer Reformkonzepte haben Eingang in die Gesetzgebung gefunden. Das ist Staat im Staat. Die Rolle, die beispielsweise die Banken spielen, ihr Einfluss auf Gesetzgebung, ihr Einfluss auf die Regierung, das ist Staat im Staat. Frankfurt war eine Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl von 37 bzw. 38%. Frankfurt, liberale Stadt, Vorzeigestadt der Linken und so weiter und so fort. 37% Wahlbeteiligung. Punkt.
In Hessen ist die AfD bei den Kommunalwahlen die drittstärkste Kraft. In Büdingen, auch nicht so weit entfernt, hat die NPD gewonnen. Und da hätte die AfD natürlich auch gewonnen, wenn die NPD sich nicht gestellt hätte. Ich weiß nicht, wie hoch die hier in Fulda sind, aber ich hoffe doch, oder ich nehme an, auf jeden Fall höher als in Frankfurt, was die Stimmenzuwächse angeht. Und das Schizophrene an dabei ist ja nicht nur, dass die Leute die AfD wählen. Das Schizophrene ist, dass im Bereich der Kommunalpolitik sie überhaupt kein Programm hatten. Das heißt, sie hatten kommunalpolitisch in Frankfurt nichts, also bessere Straßen oder Wohnen, gar nichts. Und sie wurden trotzdem gewählt, sozusagen ohne Programm gewählt, nur weil sie gegen die Flüchtlinge waren. Also jetzt sind wir mal bei der CIA, bei den Amerikanern, so ausgleichend. Macht die Geschichte auch nicht besser. Aber Blackwater ist bekannt, dass es dann der Herr Eric Price sein Unternehmen aufgeben müsste. Und was passiert? Er bietet sich, oder im vorletzten Jahr hat er sich angeboten, mit seiner neuen Firma die Flüchtlinge, die aus dem Süden Libyens zum Mittelmeer kommen, abzuhalten, mit Drohnen, mit seinen Söldnern und so weiter und so fort. Wie weit das Angebot gekommen ist, weiß man nicht. Auf jeden Fall, er hat es gemacht und er will natürlich an die Töpfe der EU heran. Wenn es nicht diese zivile Bürgergesellschaft geben würde, sollten wir doch mal uns eins klar machen. Die Demokratie oder unsere Demokratie hängt einzig und ausschließlich und allein nur noch am Tropf der zivilen Bürgergesellschaft. Wenn es diese nicht mehr gäbe, dann würde ich in der Tat sagen, Demokratie ade. Das zentrale Ziel dieser, und ich nenne es jetzt mal wirklich, antidemokratischen Bewegung, die wir momentan haben, ist meiner Überzeugung nach die Zerstörung dessen, was wir in Europa unter Menschenrechte, unter Humanismus verstehen, und zwar die praktische, nicht die verbale. Also Sie können sich ja mal anschauen, die Argumente von Amnesty International, den internationalen Menschenrechtsorganisationen, die lesen sich alle dramatisch. Also Sie könnten im Grunde genommen, Sie lesen sich so dramatisch, dass Sie verzweifeln können. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie 0,000% etwas verändert an den politischen Strukturen und den politischen Entscheidungsprozessen. Das ist das zentrale Problem. Wir müssen einfach dafür sorgen, denke ich, und dazu bedarf es der engagierten Bürger, etwas dagegen zu tun, dass das in der Tat umgesetzt wird. Der Rechtsradikalismus und der Rechtspopulismus ist der Motor überhaupt zur exzessiven Bereicherung der eigenen Schatullen. Darüber auch berichtet oder geschrieben in einem anderen Buch, Der stille Putsch. Es gibt eine andere Organisation, da treffen sich die ganzen Medienvertreter, die Banker, das wird von einem Schweizer organisiert, European Roundtable heißt das. Die machen 5 oder 6 Mal treffen die sich im Jahr an schönen Gegenden. Und da sind wirklich die Spitzen der Industrie, der Banken, teilweise von Medienvertretern, in diesem Fall von Springer. In der Schweiz sind fast alle Medien, insbesondere natürlich Weltwoche, also Klöppel, dieser Depp, beteiligt. Und dann, da wird abgesprochen, aber diese Absprachen laufen auf einer nicht, da wird nichts geschrieben. Ich brauche gar nichts mehr zu schreiben. Es gibt eine Art der Kommunikation, dass wir wissen, was wir tun, ohne dass etwas geschrieben wird. Und da haben Sie überhaupt keine Möglichkeit der Transparenz. Die Bürger, insbesondere die jungen Bürger, haben eben eine Demokratiemüdigkeit. Sie engagieren sich eben nicht mehr. Also es sind ja glücklicherweise, deswegen wundert es mich offen gesagt und deswegen finde ich das toll, viele junge Leute hier. Normalerweise sind bei Diskussionen in diesem Bereich in der Regel nur Grauhaarige oder häufig nur Grauhaarige da. Das zeigt ein bisschen das Problem, um das es geht, weil es betrifft eigentlich
Ich denke an meinen Enkelin, der eine ist jetzt 7 und 9 Jahre, für deren Zukunft kämpfen wir eigentlich. Denn wenn das wird ihr Leben sein, wenn sich nicht was verändert, eine katastrophale soziale Situation, ein Auseinanderdividieren unserer Gesellschaft. Solidarität ist so ein Wort, das nimmt man ja gar nicht mehr gern in den Mund. Gemeinwesen ist auch so ein Wort, das hat mir mal, wir kennen es ja, Herr Kollege Balzer, in den 70er, in den 80er Jahren war das was selbstverständlich, dass man über Gemeinwesen, das ist ja heute ein Fremdwort, das kennt, glaube ich, gar niemand mehr. Also da hat auch die Kommunalpolitik, haben auch die Kommunalpolitiker eine Möglichkeit, genau in diesem Bereich sozusagen etwas zu verändern, zu werben oder einzufordern.